wenn ich hier mehr sehen könnte. Ach! Ja, das war das Rätsel. Ich erinnere mich. Aber es ist dunkel. Ich kann nichts sehen. Wird schon. Du kannst nichts sehen? Dann mach die Augen auf. Nein. Hier auch nicht? Wo war das jetzt nochmal? Genau. Wir müssen jetzt einfach hier Steine schieben. Schieb den Stein, Mann. Schieb ihn. Genau. Wo waren jetzt die anderen Kollegen nochmal? Ha! Hier war einer, genau. Daran erinnere ich mich noch. Boah, ja, ich mag Agni und Ruda. Aber sie reden halt zu viel. Ich meine, stellt euch mal... Ey, stellt euch mal vor... Für die, die Soul Eater geguckt haben... Stellt euch mal vor... Es würde ein Zwilling von Excalibur geben. Und dann müsste es jemanden geben, der den Doppelschwertstil beherrscht. Leute, stellt euch das mal vor. Doppel-Excalibur. Kloppe-Modus! Ach, du schon wieder! Du Clown! Genau. Wow. Ihr könnt euch eigentlich auch an seinen Tönen orientieren, was der für Geräusche macht. Also wenn ihr... Wow. Wenn ihr so eine komische... Ach, war ich doch raus, du Fui. Wenn ihr so eine komische Kirchenglocke hört, wisst ihr, dass er so einen dass er seinen abgefuckten Dash macht und könnt eigentlich darauf gut reagieren. Komm. Ihr seid Zeitverschwendung. Blöde Viecher. Wer ist denn der andere? Ach da. Okay. Ah ja, was ich nochmal sagen muss, das Geile daran ist, dass ich jetzt Ton- und Ingame-Sound separat aufnehme, ist, dass ich beides manipulieren kann. Das heißt, Soundfehler wie Spiel zu laut oder ich zu laut wird es nicht mehr geben. Es sei denn, ich baue Scheiße. Was natürlich immer passieren kann, weil ich Shadow bin. Shadow Bell. Weil ich Shadow bin und andauernd Fehler mache. Na, ich bin nicht so schlimm wie Make, aber ich bin trotzdem schlimm, was das angeht. Und wir nehmen jetzt schon fast eine halbe Stunde auf. Das ist doch ein schöner Test. Einfach mal, um zu gucken, ja, was abgeht. Haha. Gefunden. War hier nichts? Ach doch, hier ist noch was. Nimm das auf. Ey, Mann, nimm das auf. Weihwasser. Das ist auch was Schönes. Damit können, das können wir nämlich einem Gegner ins Gesicht klatschen. Und wenn das der Fall ist, dann wird's laut. Nee, wenn wir das machen, nimmt der Schaden. Das ist einfach schön, einfach so Instant-Schaden, kann man sagen. Man nennt's ich nenn's mal Instant-Schaden. So. Jetzt wird's lustig. Packen wir die schönen Kaliber aus. Ah! Mann, jetzt müssen wir nämlich hier auf diesem Ding. Laden wir einfach mal auf. Da kommen gleich noch mehr. Oh, ich fetze ich weg. Du! Blöden Vieh, du! Silence! Ah. Genau, jetzt spawnen die auch schon so. Come on! Willst du blocken oder was? Ich klopf dich kaputt! Ist nicht. Ey! Du! Wow. Den habe ich aber in seine Bestandteile zerlegt. Oh oh. Oh. Oh, wie mich die Viecher nerven, ey. Diese Taliban-Viecher. Wow. Ätzend. Einfach nur ätzend. Und es ist so dunkel, ich sehe einfach nichts.
Das Gute ist, wir können uns jetzt gleich schon mit dem Boss stressen. Der Boss liegt nämlich direkt vor uns. Alter, guckt euch das mal an. Geile Scheiße. Kloppen wir uns einfach so. Mehr als sterben können wir halt nicht. Roffelmaut. Nee, egal. Ja, Folterkammer. Hier begegnen wir nämlich unserem nächsten Gegner. Unserem nächsten Boss. Endlich mal wieder, um genau zu sein. Ich meine, die letzte Mission war ja öde. Da war ja nix. Sparta! Oh, you poor thing. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Oh. Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! Er spackt einfach nur ab. A son cleaning up his dad's mess, huh? Oh Gott, der Boss ist eigentlich so schlimm. Viele bezeichnen ihn auch einfach als den... Als den schlimmsten von allen. Ich sehe ihn auch ziemlich schlimm, weil ich weiß nicht, wie ich immer gegen ihn vorgehen soll. Genau, am besten ihr geht auf seine Augen. Das sind seine Schwachpunkte. Seine Augen sind halt seine Schwachpunkte, ja. Da solltet ihr nicht zu nahe dran stehen. Jetzt geht er in den... Oh ja, jetzt geht er in Stampfmodus. Jetzt mag er euch gar nicht mehr. Und merkt euch, Leute, wenn ihr weit entfernt von dem Gegner seid, immer draufhalten. Schadet nicht. Er frisst ein kleines bisschen Schaden dadurch. Ich jetzt auch. Oh nein, 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 nein. Aua. Dass der jetzt so einfach ist, liegt daran, dass ich auf Easy zocke. Weil ich einfach momentan wieder zu schlecht für das Spiel bin. Ja, ihr könnt auch einfach in Rage Mode gehen und einfach sagen, fuck you, I hate you. Woohoo! Nerv, 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 nerv. Nerv, 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 nerv. Wow, da, 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 da. Wie ich das mal vergessen hab, ey. Ich hab mich kaputt gemacht. Das war Beowulf. Sau! Er hat Flügel. Warum fliegt er nicht? Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Nicht mal. Sieh's mal aus seiner Sicht. Das wäre ziemlich unsozial von dir, Beowulf. Ja. Jetzt kriegen wir nicht das, was wir wollen. Endlich das, wofür wir hier sind. Nämlich dem Buch. Wie kann der Wind herrschen? Warum so starker Wind? Muss eine ziemlich heftige Tür sein, wenn die so viel Wind durchlässt. Ah, Kugeln? Wollt ihr mich verarschen? Leute, wir speichern. Und das war's jetzt. Der Test ist lang genug. Der Test, der eigentlich ein Let's Play ist. Und andersrum genauso. Wir gehen zur Auftragsauswahl. Denn da sind wir sicher. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.